Okay, dann machen wir uns mal auf. Wir könnten auch eigentlich mal wieder mit Leuten rumlaufen. Noch ist er ja wieder, er lebt ja wieder. Dann könnten wir das doch auch nutzen. Warum läuft hier ein... Wer bist du, bitte? Hexe? Was? Okay, erst die Hexe, warte mal. Hexe. Immer erst die Magier ausschalten. Immer erst den Magier. So. Na komm. Was ist das denn für Möchtegern-Anime-Legolas? Sieht aus wie das Kind der Liebe zwischen Legolas und Bill Kaulitz. Du Angeberin. Yeah. Haben wir das Level-Up gerade bekommen? Ja, geil. Oh, wie süß, was bist denn du? Ja, was bist denn du? Was? Aber. Das war ein Kuschelding. Das war voll der Kuschelbär. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ja. Macht's eigentlich. Ah, nee, dann können wir. Ich dachte, dann könnten wir sie vielleicht bewusstlos niederschlagen oder so. Ja, ich will. Okay. Ja, so. Ja, ich nehme sicherheitshalber jetzt alles mit, was gibt zum Kämpfen. Damit wir uns nicht mehr so arschblamieren. Wow, da zuckelt's aber. Au. Das ist aber nicht nett. Bäm. Was zum Teufel machst du da? Au, au. Ja, hast verdient. Warte, ich hab zu tun. Kampfstab, warte mal. Können wir dem. Ach, Rain, okay. Kriegst du den schon mal? Auch wenn du im Moment überhaupt nicht in der Party drin bist. Hey, Dodo! Ist der süß. Yeah. Das gefällt mir. Heißt, ist cool. Und für neue Sachen bin ich immer. Da bin ich immer zu haben. Komm schon. Zitrone und Hühnchenfleisch. Miam, 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 miam. Oh, jetzt ein Schnitzel mit einer Zitrone drauf. Boah, das wäre. Sind das wieder die dicken. Warum zeigen die sich denn als kleines liebes Babyhühnchen? Hühnchen vor allem. Ein kleines Babyleopardchen. Ja, lass mich los. Tiger Blade. Ich mag Tiger Blade. Tiger Blade. Hühnchenfleisch und Zitrone. Das gefällt mir gut. Da möchte man direkt kochen. Ach, guck mal. Ist da auch eine Hexe bei? Ja. Oh, da habe ich. Da war ich doch so dreist. Und hab gehen es nicht ausreden lassen. Und? Also eigentlich schlage ich ja keine Frauen, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Gleichberechtigung und so. So. Und noch der Legolas-Verschnitt. Kommen alle auf einen. Das ist auch überhaupt nicht unfair. Na? So. Das war. Ey, der Spruch war so deep, Kratos. Der war so deep. Was? Ring Whirlwind? Hau! Sag mal, wie lachen die denn bitte? Ach, die sind das. Ich dachte schon, der Vogel wäre da. Deswegen war ich gerade noch viel, viel verwirrter, als ich es eigentlich hätte sein müssen. Hühnchenfleisch und Zitrone bis zum Abwinken.
Ich finde es übrigens sehr cool, dass wir hier im Kampf auch im Hintergrund sehen, dass wir auf einem Berg draufstehen. Das finde ich echt cool. Dass daran gedacht wurde, beziehungsweise darauf, darauf Wert gelegt wurde. Das finde ich schon echt cool. Aber was ich nicht verstehe, warum ist dieser Bär lila? Warum ist der lila? Warum zum Teufel? Ich kann es nicht nachvollziehen. Komm, geh doch endlich kaputt. Ah. Cool. Haben wir wahrscheinlich den Kopf abgeschnitten. So. Neuer Screen. Hallo. Ach ja, beim Leveln habe ich übrigens noch einen Speicherkristall gefunden. Fand ich sehr geckig. Wollte ich nur mal anmerken. Wie wir auf einmal alle hier neue Sprüche lernen. Nur Lloyd muss halt mit seinen... Wow, das war cool. Mit seinen alten Kamellen vorhalten. Bam. Jetzt gib nicht so an. Du weißt genau, dass sich das Blatt schnell in diesem Spiel wenden kann. Aber ganz schnell. So. Ja. Ich kann beide angreifen? Sehr cool. Bam. Oh, ich dachte, wir wären bei dem Bär dran. Okay, machen wir erstmal den Dodo. So. Au! Wie cool sich Lloyd aus dieser Umarmung retten kann. Schon sehr geckig. Hör auf anzugeben. Niemand mag Angeber. Ah! Ach, Bärchen. Hallo, Bärchen. Ach, und Dodo. Den hat man überhaupt nicht gesehen dazwischen. Yeah, Tiger Blade ist cool. Bam. Ach, ich habe auch ein bisschen in der Strategie rumgespielt, aber nur ganz klein bisschen und habe Kratos so eingestellt, dass er immer schön heilt. Und Jean ist, dass er vor allem Fernkampfangriffe startet. Ach ja, warte. Cool. So, wir nehmen als erstes die Hexe ran. Ach man, so, jetzt doch der. Och. Das ist ja genau wie ein Pokémon. Nur, dass er sich nicht selber schlägt. Das ist schon ganz angenehm. Dein Pokémon ist verwirrt. Es greift sich vor Verwirrung selber an. Boah, wie hab ich's gehasst. Wie hab ich's verachtet. Oh. Ach, Mädel. Wait. Mädel, was willst du? Sorry. Don't move. A wise decision. I won't be caught off guard this time. Prepare to die. Nein! Was? Aber ich konnte nicht speichern. Nein! Wie heißt sie? Ungeschickte Killerin ist auch schön. Ich mal jetzt erstmal den Windhüter hier. Au! Au! Ungeschickte Killerin, lass mich in Ruhe. Okay, warte mal. Ich war nicht auf den Kampf vorbereitet. Das geht nicht. So. Wir brauchen zumindest irgendwas damit. Kratos! Heile mich! Danke. Ist doch nicht dein Ernst. Nein! Kratos! Bitte! Tu es! Boah, dieses Mädel. Mann! Ah. Ich will nicht sterben. Wir haben so lange nicht gespeichert. Ich will nicht sterben. Bitte nicht. Wirf doch mal ein weises Auge auf sie, bitte.
Ach Gott. Okay, das sollten wir schaffen. Oh nein! Was macht sie? Was hat sie? Nein! Oh, Halleluja! Ich krieg nur meine Herz gefragt. Das kannst du doch nicht machen. Das kannst du doch nicht machen, wenn ich nicht speichern konnte. Halleluja. Darauf erstmal ein Sandwich. Haha. Just you wait. I swear I will kill you all next time. What? Wait. Why are people trying to kill us? There are always those that reject salvation. Maybe she's a desire. Meinst du? Who knows? At any rate, we are in constant danger. That's all we have to know. Those clothes. Professor, something wrong? Rain weiß irgendwas. No, it's nothing. Let's go. Yeah. Anyway, let's go look for a place where we can get a ship. Sehr eigenartig. Rain weiß irgendwas. Huch, Lloyd. Ja? Die Koordination mit den Gefährten ist auch wichtig, wenn man in einer Gruppe kämpft. Yeah. Die Auswahl deiner Strategie und deiner Befehle kann einen Kampf entscheiden. Vergiss nicht, dass du nicht allein bist. Yeah, das weiß ich. Bitte? Was war das? Was? Doch nicht Kratos, unser eiskalter Söldner, der ein dümmliches von sich gibt. Das, was? Nein, doch nicht Kratos. So ein halb seniles Ab sofort sind Unisono-Attacken verfügbar, ja. Bei einem Unisono-Angriff, U-Angriff, greifen die Teammitglieder nacheinander an, um einen größeren Schaden zu verursachen. Bevor ein Unisono-Angriff gestartet werden kann, muss der maximale Unisono-Pegel, Angriffspegel erreicht sein. Dieser Pegel wird durch erfolgreiche Mehrfachtreffer während eines Kampfes aufgeladen. Wenn der maximale Unisono-Angriffspegel erreicht ist, kann der Unisono-Angriff durch Drücken von V eingeleitet werden. Die Abfolge des Unisono-Angriffs beginnt, wenn der erste Schlag des Unisono-Angriffs den Gegner trifft. Position 1, gesteuerter Charakter, Position 2, Position 3. Okay, wir müssen da drücken. Durch das Drücken der Tasten werden die jeweils eingestellten Spezialangriffe nach und nacheinander ausgelöst. Die bei Unisono-Angriffen verwendeten Spezialangriffe brauchen keine TP. Je nach genutzten Spezialangriffen können zudem Verbund-Spezialangriffe auftreten. Probiere verschiedene Kombinationen aus. Oh Gott. Einrichten der Spezialangriffe für den Unisono-Angriff. LKJI. Okay. Das Zuweisen der Unisono-Angriffe zu den einzelnen Tasten entspricht dem Zuweisen von Techniken zu Tasten im Technikmenü. Beachte, dass die Unisono-Angriffe des gesteuerten Charakters den Technikanschritt durch Bewegen der jeweiligen Taste können die Techniken für die Unisono-Angriffe ausgewählt werden. Vermeide, solange du das System nicht genau kannst und verschwinde auswendig. Ja. Gott! Wenn du mit der Steuerung vertraut bist und dann in der geeigneten Welt, kannst du versuchen später. Ja. Oh, anstrengend. Oh. Wer war das Mädchen vorhin? Ich hoffe, wir sehen sie bald wieder. Was redest du denn da? Sie hat versucht, dich umzubringen. Ja, sobald wir Freundinnen geworden sind, werde ich sie fragen, warum sie das versucht hat. Was? Ist das dein Ernst? Wie willst du denn ihre Freundin werden? Was würdest du denn vorschlagen? Ich? Wo soll ich das wissen? Bitte überleg dir was, bevor wir sie wiedersehen. Moment mal, ich soll mir was überlegen? Ach, wie süß. So, jetzt sind wir hier. Frage ist, wo müssen wir denn hin? Was haben wir da noch? Und ich folge mal dem Weg hier. Ach, guck mal an. Ich laufe mal aber... erstmal ein paar... Ich glaube, das ist Permacosta. Ich laufe mal ein Stück vorbei bis zu der Ecke. Vielleicht ist da ja noch was. Und derweil werden wir noch hier ein bisschen Wölfe schlachten. Angel Feathers! Gott, dieses Angel Feathers! Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, ob wir statt Coletti, Poletti, Rain reinholen, aber das Angel Feathers ist schon sehr cool.
Müssen wir mal austesten. Da muss doch hier irgendwo was... Warte mal, ich will gucken, was das da hinten ist. Da hinten ist irgendwas. Und derweil noch ein bisschen Erfahrungspunkte können ja nie schaden und so. Ausreden! Ja, lass mich doch. Was heißt eigentlich die 2 bei dem Wolf? Ob das Level sind, ob das... Ich habe keine Ahnung. Immerhin sind wir im positiven Gradbereich. Wehe, ich krieg den Skit gleich nicht. Wehe euch, ich krieg gleich den Skit nicht. Ach, das ist 8 und das ist die Anzeige. Okay. Warte mal, muss ich eigentlich... Sind das die Uni so? Ach, guck mal an. Hä? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, hier muss ich einstellen, ne? Ich weiß gar nicht. Was ist denn? Ich nehme mal bei ihm Stone Blast. Bei Kratos nehmen wir mal Lightning. Bei ihr nehmen wir Angel Feathers. Ups, habe ich beim Falschen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Unterschied, also ob das so funktioniert, wie ich es gerade denke. Tempest? Ach so, benutzt heißt, wie oft wir es benutzt haben und nicht... Ach, egal. Ich versuche das jetzt mal so. Ah, cool. Ob das auch über einzelne Kämpfe hinaus sich auflädt, frage ich mich gerade. Ja, good job.